Ja, und da sind wir wieder, liebe Zuschauer, zurück bei Let's Test The Binding of Isaac Wrath of the Lamb DLC. Wir nehmen... Ja. Passing once the treasure room, killing mom. Samson. Lockt, wieso lockt? Ich hab's doch schon mal getötet. Wir nehmen wieder Magdalena, weil die immer ein Herz mehr hat. Es ist gleich so neu drin, guck mal rein. Wir haben gleich das Gute gebricht. Au. Oh. Diese Drosse kriegen wir Schaden. Boom! Space to detonate. Interessante Geschichte. Behalten wir mal. Dann nehmen wir Boom. Komm. Jetzt sind wir in dem Keller. Keller, ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Ich glaube schon, die erste Ebene ist immer Keller. So, dann sind wir wieder zurück für diejenigen, die sich gerade nur die Aufnahme anschauen. Constructor. Ich weiß nicht. Ich sag immer, er soll sein Dead Space LP zu Ende LPen, aber er hat einfach keinen Bock dazu. Er macht's nicht. Er ist so kacke dafür. Ich habe ja mein Portal 2 zu Ende LPed. Aber es ging eigentlich. Habe ich mit Enzoch durchgespielt. Also ging. Spaß faktormäßig noch. Ich stelle mal ein bisschen lauter, damit ich auch was davon habe. So. Jawohl. Wir gehen in den Bossraum. Und das ist... Pin. Geht. Oh, fail. Es wird gleich... Was? Hallo? Hallo? Hä? Wieso geht das nicht? Ich kann Boom nicht machen. Hä? Was ist denn das schon wieder für eine Russenscheiße hier? Made in Taiwan bestimmt, ja. Geht nicht, Zünder ist kaputt. Kommt immer auf uns zu, bauen wir einfach drauf. Autsch, rennt vielleicht nicht direkt in die Richtung. Den vier Projektilen kann man jetzt nicht ausweichen, den auch. Batz, batz, batz. Das ist Schaden, also viel Life hat er auch nicht. Ach ja, der Boss ist auch neu. Meiner Meinung nach. Ich hatte immer noch nicht alle gegen alle Bosse gekämpft, obwohl ich schon tausendmal durchgespielt habe. Naja, was heißt durchgespielt? Eben gespielt. Arms Kneif habe ich immer noch nicht freigeschaltet, beziehungsweise gefunden. Ich weiß nicht mal, ob ich es in meiner Collection habe. Ich glaube nicht. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren jetzt. Scheiße, gleichzeitig zu reden. Okay. Arms Underwear. Range up. Schaden wäre mir lieber. The Basement 2. Ja, Basement ist eigentlich normal, nicht Keller. Sind wieder im Keller. Kann uns einen Scheiß treffen und wir können gemütlich hindurchschießen. Ziemlich großer Vorteil. Vor allem nachher im The Womb. Das heißt, die letzten beiden Ebenen. Ist echt ziemlich schrecklich. Also da ist man mal froh, wenn man eine kurze Pause machen kann auf so einen Stein. Wo man vor allem durchschießen kann. Sterben. Aber wir haben zum Glück einen Schlüssel. Und wir finden kurioserweise ziemlich viel heiliges Zeugs ohne The Book of Revelations. Vielleicht steigt es ja immer, wenn man automatisch ein heiliges Artefakt hat. Scapula, you have been blessed. Was auch immer das schon wieder macht. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Passiert auch nicht, wenn man drauf klickt. Ich kann jetzt fast bis Ende im Raum schießen. Ja, ekelhaft. Oh. Die Tage immer um 5 Uhr dann, ey. Jetzt endlich mal Wochenende. Höchste Zeit gewesen. Darum, also wir finden, ich und Structure finden jetzt letzter Zeit kaum noch die Zeit dafür, für großartig zu LP'en. Weil wir arbeiten und gehen zur Schule und die Schule ist nicht gerade um die Ecke. Die Berufsschule. Und wir gehen natürlich auf die Trendenschulen, ja. Das heißt, ich sehe auch nur jetzt online. Aber das soll uns nicht lumpen. Hoch den Humpen. Batz. Batz. Es geht nicht. Nein, 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 nein. Die explodieren. Die sind auch neu dazugekommen. Explodieren auf Kill und auf Berührung. Ich wäre dafür, jetzt mal den geheimen Ort zu suchen. Na? Ah, so. Das ist ja nicht schlecht. Das geht ja gar nicht runter. Das heißt, man kann es wahrscheinlich oft benutzen, wie man will. Quatsch. Da ist er. Wie gesagt, es hat drei... Mann, hör auf. Das Feuer ist auch neu. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Zumindest, dass ich es noch nicht kannte. Immer drei Räume Verbindung hat. Immer. So gut wie immer. Es sei denn, man hat eine Map, wo es nicht drei Verbindungen hat. Mann, ich weiß das immer. So, müssen wir keinen Schlüssel wasten. Wir nehmen auf jeden Fall ein Herz. Und einen Schlüssel, weil wir noch keinen haben. Kompass ist, ich weiß zwar nicht mal, was er macht, aber ich weiß, dass er ziemlich unnötig war. Der kleine Raum da hinten, da kann ich ja nochmal schnell hin. Oh mein Gott, mach. Da vorne ist, schade. Egal, trotzdem. Es droppt Geld, Bomben, Schlüssel, Geld, ne? Siehst du. Es ist nie umsonst. Es sei denn, es ist extrem schwer und man failt dauernd und verliert einen Haufen Herzen. Dann ja, dann kann man sich sagen, das war ziemlich fail. Gurdi Junior hatte ich auch noch nie. Nur als Miniboss hatte ich das Vieh mal. Und hallo? Bam! Bam. Kackt sie und dann kommt das Vieh an die Rand. Nee, rutscht, besser gesagt. Wir bleiben besser erstmal aus der Reichweite von diesen blöden Fliegen. Da tötet die auch noch selbst. Spiel best. Kann das sein, dass er jetzt irgendwie so gelb ist? Oder war er schon so? Och, mein Gott. Kacke sie doch einfach erstmal wieder. Sag adieu. Adieu. Mom's Purse. Coin Purse und es kommt Pillen raus. And ate them. Ach so, ja, das, verändert irgendwie nur das Aussehen, denke ich mal. Bombs okay. Kriegt man eine Bombe? Nochmal Bombs okay? Nee. Es wechselt immer hin und her zwischen Bombe und Schlüssel. Gut, Schlüssel sind wichtiger. Bad Gas, schadet, glaube ich, alle im Raum stehenden, beziehungsweise die, die nah an einen dran stehen. Okay, gehen wir weiter. Ich mache jetzt hier mal den ersten Cut von der zweiten Aufnahme und